Man ist aufmerksam geworden auf euch. Nutzt diese 2 Tage, redet mit allen, die ihr nur treffen könnt, über was euch interessiert und lernt euch vor allem auch untereinander kennen. Gut, fangen wir an. Auf meiner Liste Nummer 1, Philipp Böhm aus Berlin. 20, das ist die 6. 7, die Nummer 4, das ist die 1. Ich stehe jetzt mit Rat und Tat zur Seite und bin jetzt der erfahrene Hase aus dem Literaturbetrieb, der den Jungen sagen kann, worauf es unter Umständen ankommt im künftigen literarischen Leben. Wir machen eine Ausschreibung, es kommen Texte, wir sorgen dafür, dass sie von Professionellen gelesen werden, die dann auswählen und wir laden ein zu einem Endlesewettbewerb. So hat das begonnen 1993 und wir sind mittlerweile beim 24. Open Mic. Ich fand es bisher auf eine doch durchaus angenehme Weise neutral gelesen, auch wenn es ein bisschen langweilig jetzt klingt von meiner Seite aus, aber mir ist es sogar ein bisschen lieber, als wenn jemand versucht, den Text überzuinterpretieren. Sie ist ein bisschen pummelig, aber mit sehr sehnigen Versen. Und bei Mädchen mit sehnigen Versen ist ja eh alles halb so schlimm. Ich schaue auch ganz viel auf, was Leute sagen in meinem Umfeld. Ja, dann steht das da eben drin und dann gucke ich nach einem halben Jahr nochmal rein und denke so, ah stimmt, ja, Mädchen mit sehnigen Versen, das. Naja, schreiben tut man für sich am Schreibtisch. Es ist natürlich ein Traum, so einen Mentor zu haben. Und das ist auch ein schönes literarisches Thema, ja. Ich kannte niemanden. Und jetzt kenne ich schon ein bisschen mehr Leute und das ist gar nicht so schlecht, glaube ich.